Starten wir mal. Promi-Geflüster auf ein neues. Heute mit lang ist her, gerade haben wir diskutiert. Ja. Gutes Jahr, mindestens. Ne? Julian David, hallo und herzlich willkommen bei Promi-Geflüster mal wieder. Ich freue mich, Frank, mal wieder da zu sein. Das ist ja, das flog so zwischen uns. Also es fühlt sich nicht so an, stelle ich fest mit dir, dass das schon so lange her ist. Okay, okay. Das ja, freut mich. Genau. Die schönen Sachen bleiben ja, deswegen. Aber es ist auch viel passiert jetzt bei dir. Sehr viel neu, bisschen neu wieder, neues Outfit, neuer Look. Ja, du, man justiert sich ja immer neu, man geht immer von Etappe zu Etappe und sucht ja immer nach sich selbst. Es ist ja immer eine große Suche nach sich selbst als Künstler und diese neue Etappe, die ich eingeschlagen habe mit meiner Single Spektakulär und mit allem, was jetzt dazu gehört, macht so viel Spaß und das ist so genau der richtige Weg, den auch ich möchte und ja, es ist sehr, sehr spannend und jetzt auch klar, quasi in dieser Riege mit Andrea Berg, mit Howard Carpenter bei der Schlagernacht des Jahres singen zu dürfen, ist natürlich eine große, große Ehre nach einem Jahr, eineinhalb Jahren Solo-Karriere. Auf alle Fälle, das glaube ich. Das ist auch wieder spektakulär dann sozusagen. Ja, Mensch, ein Wortspiel. Ja, spektakulär, auch ein bisschen Zungenbrecher, ein Stück weit, wenn man sich so, ne, und dann gerade auch in deinem Lied, ich habe mir gerade vorhin kurz das Video nochmal angeschaut, spektakulär. Spektakulär, ja, aber das ist das Tolle an diesem Song, weil es bleibt hängen. Das ist so ein kleiner, klitzekleiner Störer, den man da eingebaut hat und es bleibt hängen. Und du siehst auch, wenn ich das live performe, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Die Leute nehmen dieses Lebensgefühl, das ich mit dem Song ausdrücken will, vollkommen auf und singen ab dem zweiten Refrain sofort mit, weil man eben das sehr, sehr schnell ins Ohr kriegt. Und das ist. Ja, und da verbindet sich jetzt auch gleich die nächste Frage mit. Wie ist es auf der Bühne, wenn du das machst und für dich auch, was ist da von Gefühl dahinter? Na, spektakulär. Also es ist wirklich genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Also ich wollte ja mit diesem Song das Lebensgefühl ausdrücken, dass man einfach, wenn man so eine nächste Etappe erreicht in seinem Leben und die wunderschön ist und dann ist spektakulär natürlich so ein Wort, das eben, wie du auch sagst, dem Zeitgeist jetzt nicht unbedingt entspricht. Also gibt es Worte wie fett, cool, mega, die natürlich sehr viel hipper sind. Aber ich wollte ein Wort, wo man genau weiß, wenn man das sagt, welches Lebensgefühl man beschreiben möchte. Und genauso fühlt sich es auf der Bühne an. Die Leute nehmen das auf und am Schluss singen wir alle und tanzen gemeinsam. Und das ist, mehr kann ich mir nicht wünschen. Prima. Wie viel Einfluss hast du auf den Text gehabt und auch mit den Songs generell? Wie viel Einfluss machst du, kommt von dir? Ich muss nicht singen, was mir nicht über die Lippen kommt. Also es ist immer eine große Gemeinschaftsarbeit mit meinem tollen Team zusammen. Und ja, also spektakulär ist auch dadurch so entstanden, weil man sich gemeinsam Gedanken gemacht hat, gemeinsam überlegt hat, okay, wie kann ich denn diese Dankbarkeit und dieses frohe Gefühl in mir ausdrücken? Also ich mag schon, es wird heute ein spektakuläres Interview, in jedem Fall. Ne? Ja, gucken mal, wie oft wir spektakulär noch unterkriegen in dem Interview. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben es noch nicht oft genug gesagt. Und da kommt nachher dann die Quizfrage. Wie viel Mal haben wir spektakulär gesagt? Sehr gut. Und dann verlosen wir eine Single, die gibt es nämlich nicht im Handel, das machen wir jetzt einfach. Hand drauf, machen wir. Und ihr zählt mit, wie oft wir spektakulär gesagt haben. Genau. Und dann schreibt ihr das hier drunter in die Kommentare. Und das, was du jetzt gesagt hast, zählt das auch mit? Natürlich, jedes Mal. Dieses Wort zählt jedes Mal. Alles klar, okay, spektakulär. Spektakulär. Es waren schon wieder zweimal, ne? Okay, so geht es bei uns eben zu. Das ist locker und authentisch. Spontan, genau, oder? Spontan, genau. Ja, was haben wir? Bühne hatten wir, genau. Und dann gibt es halt so in Deutschland leider Gottes immer dieses blöde Schubladendenken auch, ne? Wo geht deine Musikrichtung dahin? Wo siehst du dich? Das ist die gute Frage nach der Schublade. Ich muss ja gestehen, dass ich und auch ganz viele andere Kollegen diese Schubladen momentan neu definieren. Auch die Medien definieren diese Schubladen neu. Und ich glaube, solange man noch nicht in eine Schublade gesteckt werden kann, ist man auch da wieder auf der Suche nach etwas. Und es hört nie auf. Und die Frage ist ja sowieso, wer definiert denn die Schublade? Das sind meistens die Medien. Die Medien machen. Ja, aber auch wie gesagt, die suchen ja auch momentan nach dieser Schublade, nach der neuen und ja, solange ich in keine passe, ist mir das auch recht. Ja, da kannst du überall austoben, oder? Ja, man kann sich überall ausprobieren. Das ist auch das, was ich gemacht habe mit dem Start meiner Solo-Karriere. Ich habe mich wahnsinnig frei gefühlt. Ich habe mich in allen Belangen ausprobiert und merke jetzt, in diese Richtung geht's und das ist genau der richtige Weg. Was ich auch jetzt ein bisschen so mitverfolgt habe, die letzten Monate warst du auch mehr so ein bisschen am Mikrofon, also sprich auch Moderation, auch da ein bisschen einen Ausflug hingemacht oder geht es da auch weiter darüber hinaus?
Ja, also ja, es geht auch da weiter hinaus. Ich fange jetzt bald an, eine Radioshow auch zu moderieren. Und das ist wahnsinnig spannend. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ganz viele Menschen mir sehr viel zutrauen und dass ich immer wieder eine Chance bekomme, mich auch ausprobieren zu dürfen. Und ich sehe mich so als irgendwann als Entertainment-Paket. Also ich, natürlich bin ich Sänger aus Leidenschaft, aber ich liebe es genauso, vor der Kamera zu sprechen. Irgendwie, ich habe eine Kinorolle spielen dürfen. Also, und wenn ich mir das wünschen dürfte, wäre es einfach in 40 Jahren noch für Entertainment pur zu stehen. Sehr schön, ne? Also klingt spektakulär. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt. Also wir können hier keine halbe Sekunde vergehen lassen, ohne dass wir... Na gut, übertreiben wollen wir es ja auch nicht. Ne? Ja, bei welchem Sender darf man das verraten? Noch nicht. Noch nicht. Aber in der Vergangenheit war es B2, glaube ich. Genau, da habe ich bei Radio B2 moderiert. Da bin ich für Annemarie Eilfeld eingesprungen quasi, als sie den Weihnachtsengel gespielt hat. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Feedback der Fans war so groß, dass ich immer weiter moderieren durfte, was natürlich toll ist. Es wird ein anderer Sender, es wird eine Pressemitteilung in Zukunft geben. Deswegen greife ich der mal nicht vorweg. Nee, das lassen wir einfach so stehen. Beobachten das Ganze und ich denke mal, auf deinen Plattformen, Facebook etc., Instagram, erfährt man das alles. Genau, da ist man immer hautnah dran an Julian David. Und ich muss dir ja gestehen, die Fans wissen eigentlich immer mehr als ich. Mhm. Wahrscheinlich wisst ihr das sogar schon. Die wussten sogar, dass ich den Schlager-Olymp moderiere in Berlin, okay, bevor ich es wusste. Also, na, vielleicht werdet ihr es hier drunter schreiben. Auch die Fans sind wohl... Spektakulär. Okay, dann was für Themen werden in deinen Texten so nie mal irgendwie stattfinden? Gibt es da auch Themen, die du sagst, die sind für mich tabu? Also ich kann mir als Sänger Julian David jetzt nicht vorstellen, dass ich über wirklich ernste Themen singe. Ich sehe meine Aufgabe darin, zu unterhalten. Und ich habe meine Motivation auch immer darin gesehen, dass ich Leute unterhalte, dass ich ihre Alltagssorgen vergessen lasse und dass man so eine Ablenkung schafft von den Sorgen, die man so mit sich trägt. Heißt jetzt natürlich nicht, dass ich blind durch die Welt laufe, also ich bekomme natürlich auch mit, was so abgeht, aber es gibt so viele Kollegen, die über Politisches und Ernstes sehr viel besser singen können und dafür bewundere ich die sehr. Deswegen werde ich weiterhin für Entertainment stehen. Ja, ich sag mal, wenn du gerade dann so ein bisschen den Zeigefinger hebst, dann kriegt man auch vielleicht unter Umständen gleich mal wieder eine von den Kritikern auf den Deckel und so weiter und wird dann da wieder irgendwie in die Ecke gedrückt. Bestimmt, genau, in die Schublade drücken möchte ich mich ja nicht lassen, wie wir es schon gesagt haben, aber nee, darum geht es mir nicht. Es geht mir wirklich nur darum, dass Menschen ihre Sorgen vergessen, wenn sie meine Musik hören und nicht, dass ich ihnen da auch noch was mit auf den Weg gebe. Okay, und Ängste, gibt es sowas auch bei Julian David? Gibt es auch bei Julian David, so wie bei jedem anderen Menschen bestimmt. Ich habe Respekt davor, verkannt zu werden. Also, dass man nicht angenommen wird für das, was man tut. Und, aber das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern ganz vielen Kollegen auch und wahrscheinlich jedem Menschen. Und jeder möchte doch geliebt werden für das, was er tut. Auf alle Fälle, ganz klar. Und das, was du tust, machst du ja wirklich, glaube ich, auch schon von Kindheitsbeinen an, ja, nämlich die Musik. Und wer hat dich da dazu eigentlich animiert? Wer hat dazu den ersten Schritt beigetragen? Nun, ich wollte nie was anderes machen. Ich wollte mich immer präsentieren, schon seit Kindestagen an. Und dieser Wunsch ist immer stärker geworden. Und meine Mama, mhm, hat mich dann in den Kinderchor begleitet. Und seitdem ist es immer weitergegangen. Jeder Schritt, der gekommen ist, den habe ich natürlich gut abgewägt. Jede Etappe, die da kam auf meiner Karriere bis heute. Und ich habe es nie bereut. Ich möchte nie was anderes machen. Musik, Musik, Musik. Definitiv, Schlager. Sehr schön. Und das finde ich wiederum spektakulär. Hey. Da haben wir es wieder, genau. Ja, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was gibt es denn da noch dieses Jahr? Was kann man von Julian David dieses Jahr noch erwarten? Ist eine LP in Planung? Die gute Frage, wann kommt das Album? Ich muss gestehen, ich arbeite mich von Single zu Single momentan. Es macht sehr viel Spaß. Wir sind gerade auch wieder dabei, eine neue Single nach Spektakulär aufzunehmen. Und klar, aber das Album ist natürlich auf dem Schirm. Aber das ist Arbeit bis dahin. Und bis dahin bin ich eben in vielen Fernsehsendungen noch zu Gast. Jetzt bei Immer wieder Sonntags, nächsten Sonntag. Dann bei Musik für Sie.
Ich singe bei den großen Schlagernächten im Herbst, gibt ganz viele Konzerte, kann man gerne auf Facebook nachschauen, weil ich bin ja der Typ, der nicht genau weiß, wo er nächste Woche ist. Ich muss da selbst nachschauen. Wie gesagt, die Fans sind besser informiert als ich, deswegen werde ich auch gleich nochmal nachschauen, wo ich bin. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß und es macht wahnsinnig viel Spaß zu sehen, dass es eben immer weitergeht. Und ich bin, meine größte Schwäche ist dann Ungeduld. Ich kann kaum erwarten, so die nächste Etappe schon wieder anzugehen in meiner Karriere. Und deswegen brenne ich so sehr und freue mich aber erstmal heute Abend, du bist ja auch mit am Start, ein Konzert zu geben und da meine Hits spielen zu dürfen und die Begeisterung der Menschen hoffentlich wieder zu spüren. Nee, also das ist heute Abend in Pforzheim, wo wir sind. Wir sind auch hier im Residenzhotel, das müssen wir jetzt mal ganz kurz erwähnen. Die haben uns ja hier die kleine, die haben uns auch hier die Ecke zur Verfügung gestellt, dass wir hier ein bisschen uns unterhalten dürfen. Soweit hier mal zu, ist auch spektakulär wiederum. Und einen anderen Termin, wo wir uns mit Sicherheit aussehen werden, ist der 5. August in Bad Cannstatt von der Cannstatter Zeitung. Genau, da darf ich singen für die Cannstatter Zeitung. Die machen da ein großes Sommerfest. Ich glaube, da kann man vorbeikommen, weißt du? Doch. Ich glaube, es ist öffentlich. Im Kurpark in Bad Cannstatt. Genau. Ich glaube, Ross Anthony ist auch noch dabei. Exakt, die zwei Blonden vom Grill sind wieder am Start. Und wieso grillt ihr? Im Sommer sehr gerne. Ja. Also gerade im Sommer irgendwie am See. Picknicken, grillen, fände ich total schön. Vielleicht nehme ich so einen kleinen Handgrill mit und dann schmeißen Ross und ich da. Dann hole ich mal ein Würstchen ab. Ja, bitte, genau. Kannst du also, eine rote. So. böser Schelm, wer da Böses bei denkt. Sollen wir den rausschneiden? Ach, ich habe da nichts bei gedacht. Wenn du da Schlimmes denkst, ich bin... Spektakulär. Nee, jetzt habe ich Bilder im... Nein. Okay, alles klar. Next. Gut, Zukunft waren wir jetzt auch schon. Wie sieht der Sommer denn eigentlich aus? So grundsätzlich Auftritte oder geht's auch in Urlaub? Nein. Auftritt. Von Schlager-Olymp zum 90er-Olymp, den ich moderieren darf in Berlin, bis ganz diverse Sommerfeste etc. Es ist nur am Auftreten. Ich bin aber tatsächlich ab Sonntag eine Woche lang auf einer Flusskreuzfahrt von Köln nach Amsterdam und wieder zurück. Springe dann direkt vom Schiff zu immer wieder sonntags. Also es geht Schlag auf Schlag auf Schlag und das ist wirklich... Also spektakulär. Auf dem Rhein oder wo waren das? Ja, genau. Okay, dann kannst du mit dem Schiff also zu immer wieder sonntags runterschippern? Ja, nein. Also ich muss leider vorab aussteigen und werde dann da abgeholt und hingefahren. Ich wäre aber auch geschwommen, also wenn das gegangen wäre. Ah, aber rein abwärts da, also gegen die Strömung wird schwierig. Ja, aber so ein bisschen mehr Training als sonst. Ne? Also. Also in den Medien wäre es bestimmt gekommen, das hätte was gebracht. Der ersoffen ist im Rhein, so wäre es wahrscheinlich geworden am Schluss. Nee. Ich möchte noch lange Musik machen, deswegen... Wir wollen dich auch noch lange haben. Das freut mich, danke schön. Weil alles andere wäre unspektakulär. Das zählt aber nicht, seht ihr? Nee, das zählt nicht. Genau. Richtig. Aber wie viel spektakulär es jetzt war, das wissen wir jetzt nicht. Das müssen wir nachher selber durchzählen. Aber, wir werden das zählen und ihr werdet hoffentlich mitmachen. Und dann, wie gesagt, ich gebe dir eine Single, die es nicht im Handel zu kaufen gibt, zum Verlosen. Sehr schön. Und wie gesagt, die Lösung, die möchte ich dann gerne haben. info@promigeflüster.de. Dort die Lösung hin und natürlich eure E-Mail, ganz klar, oder Adresse, wie auch immer. Und dann bekommt ihr die Spezialsingle. Ganz spektakulär. Exakt. So, dann würde ich fast sagen, sind wir schon durch mit dem kleinen Fragenkatalog. Und Fortsetzung machen wir dann vielleicht, wenn es ist, am 5. August. Oder am 25.06. bei immer wieder sonntags. Das wird noch nicht reichen, da bin ich im Zillertal mal wieder. Schauen. Gut. Lässt es dir da gut gehen? Ja, gut. Ja, du, in den Bergen geht es auch gut. Ne? Das stimmt, spätestens 5. August. Sollen wir da mal vielleicht, wenn es möglich ist, wenn wir eine gute Leitung haben, mal wieder einen kleinen Livestream starten? Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch sofort hier an info@ schicken und dann können wir die beantworten am 5. Das wäre mal eine ganz gute Sache, dass wir mal wieder so ein bisschen Zuschauerfragen beantworten. Also dann auch die Fragen gerne an besagte E-Mail-Adresse und alles, was ihr schon dann bringen wir das mit. Wolltet, ja? Oder noch nicht beantwortet bekommen habt. Genau. Sehr gerne. Sehr gerne. Gut, und jetzt gehen wir in die Kamera rein. Ja. Hoffe ich, dass wir da auch gut zu sehen sind und wünsche meinen Zuschauern und deinen Fans alles, alles Gute. Ich auch. Ich schließe mich da an und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Genau. Eine schöne Sommerzeit, egal wo es auch hingeht, in die Ferien, in Urlaub, in Süden, Balkonien, wer weiß. Ja, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Genau, in diesem Sinne. Ciao. Ciao.